Morgen, Bärchen. Morgen, Mama. Ist das schön? Dann lass uns gleich mal Oma anrufen, wa? Hä? Guten Morgen. So, ich gehe mich jetzt mal gleich beschweren. Genau. Hau da mal richtig auf den Putz. Mädels, raff die Röcke, sonst verbrüht der Kaffee. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht liegt hier verborgen. Wann gibt's denn nun Frühstück? Nix, nix. Und? Darf ich jetzt rein? Blauer Teil. Zweite Schicht. Warten. Morgen. Guten Morgen, ihr lieben Menschen. Uschi, Mama kommt gleich, ja? Hallo, Miss Piranha, morgen. Morgen, Karl-Heinz. Sag mal, hat die Bigi dir eigentlich kein Club-T-Shirt gegeben? Natürlich habe ich ihm ein T-Shirt gegeben, nicht, Karl-Heinz? Guten Morgen. Ach, Edwin, gut, dass ich dich treffe. Du weißt ja sicher, da hat es ein Malheur mit den Zimmern gegeben. Die Margot und ich, wir haben da ein Problem. Du, Hertha, ich bin für Probleme immer ansprechbar, tut mir eingefallen. Nicht auf nüchternen Magen, ja? Ja, aber so kann es doch nicht bleiben. Hör auf zu grübeln, wir haben doch Urlaub. Na? Siehst aus, als könntest du eine kleine Stärkung vertragen. So, das war's wieder mal. Und bitte das Speisezimmer räumen für die blaue Schicht. Bitte zügig austrinken. Lecker. Morgen, liebe Sonne. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Guten Morgen, liebe Piranhas. Und guten Morgen, lieber Karl-Heinz. Biggi, ich glaube, da will einer nicht zu uns Piranhas gehören. Ach, wie schade. Immer brauchst du eine Extrawurst. Das T-Shirt ist noch auf dem Zimmer. Aber wir lassen uns den Tag hier nicht vermiesen. Wir beginnen den Tag musikalisch. Und wir machen es euch erst einmal vor. Wer den lieben langen Tag nur im Bett liegen mag, der ist keiner von uns. Drum fasst euch bei den Händen, schaut euren Nachbarn an, schickt ihm einen Gruß und dann nichts wie ans Frühstück ran. So. So, jetzt heben wir alle den Eierlöffel hoch und... Lecker, lecker. Und jetzt alle zusammen. Lecker, lecker. Morgen. Und wir spielen hier wohl Einzelschicksal, oder wie? Übrigens, im Swimmingpool ist kein Wasser. Hatte ich danach gefragt? Nein, Edwin, ich glaube nicht, nein. Nein, ich glaube auch nicht. Nein. Ich meine nicht. So, und wir singen nochmal. Was ist jetzt? Wer den lieben langen Tag nur und mit ein bisschen mehr guter Laune, ein bisschen schneller und... Wer den lieben langen Tag nur im Bett und im Kanon und... Wer den lieben langen Tag von uns. Drum passt euch bei. Gut, wir sehen uns dann nachher alle beim Rennball. Hallo? Wir müssten mal telefonieren. Hallo? Mir ist überhaupt keiner. Hm. Aber ein Telefon muss ja irgendwo sein. Nee, ist hier nicht. Ja. Das gibt's doch nicht. Aber im Büro ist bestimmt eins. Karl-Heinz! Kannst du doch nicht machen. Kannst doch nicht da reingehen. Karl-Heinz!
Ja, Mama, hier ist Karl-Heinz. Hallo? Hallo? Mama, hier ist Karl-Heinz. So laut. Hildegard? Hildegard, bist du dort? Karl-Heinz, Mama. Ich kann nicht so lange reden. Ach, Karl-Heinz, du bist dort. Wie ist denn das Wetter? Wann kommt ihr denn wieder? Mama, pass auf. Der Hund. Der Hund? Karl-Heinz? Hildegard! Hildegard! Ihr könnt doch hier nicht einfach telefonieren. Ich meine, ich nehme jederzeit gerne eure Anmeldung entgegen, aber so? Ob wir das so gut finden? Nein, das finden wir nicht gut, Edwin. Oder? Was ist denn hier los? Wir haben dich hier im Büro erwischt. Ich hab's dir gleich gesagt. An die hier dran. Entschuldigung, Frau Dr. Wenger, es gibt so ein kleines Malheur mit den Zimmern. Ja, nur im Moment passt es überhaupt nicht. Komm, Hertha. Das klär jetzt. Frau Dr. Wenger? Also ich bin eine ganze Menge gewöhnt. Aber das hier ist der Gipfel. Und ich lasse mir das in meinem eigenen Haus auch nicht gefallen. Mein Gott, er wollte doch nur... Haus. Hildegard, die ist manchmal so. Ich kläre das für dich. Hm? Danke. Gab's Ärger? Bienvenidos heißt willkommen. Und wie heißt du? Oliver. Und wie heißt du? Simone. Und wie heißt du? Kurt. Und wie heißt du? Ja, richtig. Nun kommt endlich. Und, was sagst du jetzt dazu? Gut. Kannst du eben nicht schwimmen gehen. Ja, da hinten ist doch das Meer. Weißt du, was passiert, wenn ich in das Salzwasser gehe? Pusteln kriege ich. Ich vertrag das nicht. Ach, komm. Ja, und wie soll das jetzt weitergehen? Biblische Endzeitkatastrophe. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Heute Nacht entscheide ich selbst, mit wem ich schlafe. Akropolis? Nee. Sprich du doch mit Frau Doktor. Das mache ich auch. Morgen ist auch Wasser im Pool. Apokalypse. Hallo. Hallo. Apokalypse. Und? Schon eingelebt? Ja. Den Terz, den die da eben gemacht haben, fand ich wohl ein bisschen übertrieben. Bloß wegen dem T-Shirt. Das hat Edwin schon erledigt. Edwin, den mag ich ja. Und überhaupt, wir haben es gut getroffen, ne? Hier, schon gesehen? Uns beide haben sie ja auf ein Zimmer gesteckt. Ob man da was machen kann? Karl-Heinz, was meinst du? Mal mit Edwin reden. Ihr sollt jetzt Brennball spielen kommen.